So, ich glaube, es geht los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ach, wir haben ja heute nur PlayStation Showcase, ne? Ja. Ich war gerade irgendwie in einer ganz anderen Welt. Pussabdruck. GTA 6, Alter, GTA 6, ich bin ja nicht sicher. Boah, Chris, alter Götter, Geilon und hi, Pet, du zartes Fickschnitzel. Nice Cox, by the way. Oh, hi, Mark. Ja, oh, hey, Mark. Anyway, how's your sex life? Random question incoming. Leider nicht viel. Moin Raijin. Bist du gerade von einem Maloche gekommen, Michi? Was arbeitest du eigentlich, Michi, falls du das hier droppen möchtest? Sexualtherapeut. Dann hast du zwar unsere hässlichen Gesichter dabei, aber pass. Ich liebe unsere hässlichen Gesichter. Ich liebe vor allen Dingen dein hässliches Gesicht. Ich bin wirklich sehr hässlich. Sammy hat viel geschwitzt heute. In der Sonne, frittiert, alles klar. Dann solltest du Drink deine Bier trinken. Ich war nie so ein Wichser, als so ein Witcher. Also. Ich war nie so ein Wichser und das nächste, was du hörst, ist so. Ja, das passt ganz gut. Boah, gute Frage, ey. Also ich. Gesundheit. Danke. Da ist dieses Bild im Hintergrund und da hatte ich das, also ich hatte jahrelang, hatte ich die Haare lang und habe immer nur Resident Evil 2 auf der PlayStation 1 gespielt. Ich fand beim ersten. Ich habe beim ersten Mal wirklich so richtig befriedigt da gesessen. Ich habe mir auch nebenbei ein bisschen an der Nille gespielt, mag daran gelegen haben, aber ich habe den Film gesehen und dachte mir so, das war ein geiler Resident Evil Film. Warum kann Miss Piggy nicht bis 70 zählen? Weil sie hat sie bei 69 einen Frosch im Hals. Ja, sag ich doch. Sehr gut. Ey, also, Chris, es gibt da ein Spiel, was wir auf jeden Fall auch mal zusammen zocken müssen. Right after that. Echoes of the Living. Hast du davon schon gehört? Nee. Du kannst aber auch mal an meinem Dübel rumzocken, wenn du willst. Gut, das Angebot kam jetzt sehr überraschend, aber ja, warum nicht? Eigentlich nicht. Da sind wir dabei. Ist das gerade Genshin Impact irgendwas Neues oder ist das Tower of Fantasy? Oder ist es I don't fucking care. Nach der dritten Flasche habe ich schon angefangen zu sabbern ein bisschen. Damit kann man sich mal richtig schön den Helm verchromen. Hey, was geht ab? Stay hydrated die ganze Nacht. Gechippt seid. Ja, gut wäre kein Ding. Aber wenn wir das ja jetzt dem Chris gesagt haben, dass du zu Silent Hill 2 kommen kannst, der hat sowieso ein Gedächtnis wie ein Elefant. Nicht nur ein Gedächtnis, aber das ist eine andere Sache. Der vergisst das nicht. Ich hab da so einen sechsten Sinn für Chris. Ich merk das. Ich merk das, wenn einer. Du merkst, wenn jemand einen großen Pimmel hat. Ja. Ist cool. Zum Beispiel beim Rappi bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, der hat so einen mittleren. aber der hämmert wie so eine scheiß Nähmaschine so. Ja. Ich glaube, das ist Tower. Kennst du meinen Freund den Impact? Genshin Impact? Was ist das? Da ist der Irons. Was ist das für ein Huren? Das ist Irons? Ja. Stimmt, Irons. Oh, man kann ihn anlabern. Man kann ihm eins zocken. I'll be fine. Just worry about yourself for now. Komm mal her hier, nimm mal mein Ding noch in den Maul da hier. Los, tu mir den Gefallen. Ich sterb sowieso gleich. Noch einmal absaften. Absaften. Ich bin es gibt doch nichts Schöneres, wie wenn man sich morgens so eine Gurke durch den Entsafter schiebt. Mein All-Time-Favorite ist, wusstet ihr, dass man in Deutschland bereits als arm gilt, wenn man aus der Schulter wächst? Na, du bist gleich... Du hast Schubs in dir. Oh no! Oh, das sieht aber echt... Das sah ein bisschen anders aus gerade. Screenshot! Geil. Kennt das so blöd Pumperwitz, wenn du in so einen Spargel triffst so und ein übelst aufgepumptes Vieh bist, kannst du sagen, ey, dein T-Shirt zieht Fäden. Ah ne, Entschuldigung, es sind ja deine Arme. Ah.
Was macht eine Katze vor dem Fitnessstudio? Wartet auf den Muskelkater. Ja! Und wo wohnt die Katze am liebsten? Weiß ich nicht. Im Miethaus. Was machen zwei Kitzler morgens früh in der Stadt? Weiß ich die nicht. Warten, bis Schlecker aufmacht. Also, ja. Was hältst du davon, wenn du, nee, du hübscher Typ und ich hübscher Typ, das gleiche ein Bierchen trinken? Ja, ich habe noch eins hier stehen, also das finde ich, ist eine verdammt geile Idee. Rappi, Bierchen? Rappi. Take up arms. Hebe Arme auf. Boah, ist das ein wunderschöner Kipprig, Alter. Ein Gedicht, Sir. Sag ich mal, halt mal in die Cam. Gerade. Das ist die schön. Das ist die schönste Lunte, die ich je gesehen habe. Ah ja, that's what she said. Und ich habe schon viele Lunten gesehen. Ich hatte auch schon viele im Maul. Chris, du siehst in deinem Shirt zum aus. Danke. Wahrscheinlich hast du einen riesen Lachs in der Hose, weil so als Ehemann scheinst du nicht viel zu trogen. anscheinend, was ist das denn jetzt? Anscheinend kommt bunte Wichse zwischendurch. Wichse. Wichse. Ja, möchtest du mal mehr Wichse kosten? Also ich habe jedes Jahr ganz viele Fixe kosten. Ja, willst du mal meine Fixe kosten? Eine richtig sweet Angelegenheit. Nice. Sweet dreams are made. Need of thee. Who am I to disagree? Travel the world in the seven seas. Everybody's looking for something. Ich gönne mir Holsten, weil Holsten knallt am dollsten, sagt der Raptor! Nice! Ey, gehst du. Gehst du weg, du Ekliger. Meine Mama hat immer gesagt, halb besoffen ist rausgeschmissenes Geld. Stimmt ja auch. Ja, ja, irgendwie schon. Klar. Okay, du bist ganz groß im Screen hier. Let's go. Crazy, 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 crazy. Hey, 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 hey. Zi, 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 zi. Oh mein Gott. Alter Schwede. Nicht schlecht. Guck mal, der ganz kleine, gläserige Augen. Wenn die Kamera scharf genug wäre, um das zu sehen. Ich brauche unbedingt einen. Ich brauche irgendwie einen Space für meine Webcam, Alter. Die steht hier auf dem Monitor drauf. Oh mein Gott, das wäre wirklich zu Morty, Alter. Auf dem Monitor drauf. Die steht immer auf dem Monitor und offensichtlich ist sie dort nicht fest genug, dass. Der Chris ist einfach Smaug, Alter. Auf meinem Monitor drauf. Letztes Mal hast du es noch mit Rick und Morty verglichen. Ich hoffe, ich konnte Kyria damit. Was wollt ihr? Ich hoffe, ich konnte Kyria damit jetzt noch einen Gefallen tun. Stay hydrated von Nightshade Kyria. Oh, da muss ich mir gleich erstmal was zu trinken holen. Ich habe hier gerade nichts griffparat. Dann rauch die Kippe mit dem Zug auf. Ich versuch's, okay? Okay, versuch's. Alter Schwede. Bist du gefreezed? Nee. Boah, ist das ekelhaft. Vor allen Dingen, der Filter wird dann übelst heiß, ne? Das, ja. Guck mal hier, schon, so viel habe ich geschafft. War schon stark. Jau. Und ja, da könnt ihr meine haarigen Männertitten wackeln sehen, Pat seine haarigen Männertitten wackeln sehen. Das wird großartig. Ja, Mann. Wir verkleiden uns als haarige Männertitten. Wir gehen einfach im Naturkostüm. Noch ein bisschen Brusthaar wachsen lassen. Ja, so ein bisschen alles voller Brusthaar. Brusthaar? Und dann geht's los. Hast du Brusthaar? Ich hab ein bisschen Brusthaar, aber man sieht's hier nicht. Ich hab eigentlich sogar ganz schön viel, aber ich stutze es mir manchmal. Manchmal. Ab jetzt nicht mehr stutzen.
Okay. Dann lassen wir uns beide pro Star, ey, jetzt ohne Scheiß, lassen wir uns pro Star wachsen. Ja. Gut. Gut. Klar. Nee, aber da müssen wir aber auch im Tanktop dancen, ne? Das ist jetzt ein digitaler Handshake. Kein ja? Star schneiden. Ja. Bis an Halloween. Ja. Geil. Ich mach das wie mein Mathelehrer früher. Ich lasse mir so richtig fett Brusthaar wachsen, dass das hier oben rausguckt. Ja. Und dann lege ich mir da noch so ein Goldkettchen rein, was man nur im gleißenden Sonnenlicht sieht, wenn die Kette reflektiert. Ich hatte auch in meiner Ausbildung zum Maler, hatte ich einen Stuckateurmeister, der hatte ein weißes Shirt an und das ist hier oben, diese Brusthaare sind aus seinem Kragen rausgequollen, es sah aus, als ob er eine Eule unter seinem Pullover versteckt hätte, das sah so witzig aus einfach. Ich habe gestern Alien 1 zu Ende geguckt und da sah es so aus, als hätte Sigourney Weaver eine Eule in ihrem Schlipper versteckt. Oha. Der Film ist ja von 1979, oh. Wenn du verstehst, was ich meine. Da ist der Muff dran vorbeigedeift, oder was? Ja. Oh, glaube ich, einiges machen lassen. Ne? Ja. Sillies waren zuerst, aber ich glaube, die hatte sie schon bei American Pie 2. Also. Sillies. Also 2000. Denn ich liebe meine Sillies. Wenn der Typ so von hinten an die Frau rangeht, so, denn ich liebe meine Sillies. Schließlich habe ich sie bezahlt, mir egal, was du sagst, denn ich liebe meine Sillies. Übrigens, schöne Mate, die du da im Hintergrund stehen hast, neben deinem Resident Evil 2 Board Game 3. Ja, danke, der habe ich von einem sehr netten Menschen, den ich noch nicht allzu lange kenne, aber der mir trotzdem sehr ans Herz gewachsen ist, bekommen. Das ist ein ganz toller Typ. Das muss ja ein richtig guter Freund sein. Ja. Ich hoffe, du bist da nicht zu enttäuscht, wenn du es eines Tages öffnest und denkst, heute trinke ich das. Und dann feststellst, dass Pisse drin ist. So, stell dir vor, so du erfährst von mal, wisst ihr, durch einen blöden Zufall, ich sterbe durch einen Autounfall, du bist voll traurig und denkst so, wie könnte ich Chris besser ehren, ich werde jetzt die Mate trinken, die er mir geschenkt hat, und dann stellst du fest, dass Pisse ist, und dann, ja, so war er einfach. Ja, dann würde ich mit einem Lächeln da sitzen und sagen, ja, das sieht dem Chris wieder ähnlich. Oh, fuck. Das wäre super lustig. Und denkt natürlich, ja, aber kann man trinken. Der Mann hat sich ungesund ernährt, aber was soll's? Ja, genau, Zitionen alle. Willst du mich anziehen? Das freut uns sehr, lieber Ragnar. Du alter Kuschelbär. Musst du uns unbedingt mal auf dem Laufenden halten, wie hart du datest. Nicht zu viele Dates, man kann einer Frau auch den Verstand rausdaten. Und nicht vergessen, ne? Immer schön rein in den Schacht. Und übrigens den Begriff Stoffergurke finde ich sehr lustig. Sehr lustig. Stoffergurke gibt's auch, aber das war was anderes. Eine Stoffergurke ist auch ein kurzer Pimmel, oder? Ja, aber die Koffergurke ist die, die du mitnehmen kannst. Stoffergurke. Ja, aber ich hab's in Koffergurke uminterpretiert. Warum? Bist du doof oder so? Weil das ein Synonym für ein Dildo ist. Ah. Für mich ist das Synonym für Dildo immer der Wackelmann. Der Wackelmann. Den muss ich noch einpacken. Kennst du dieses Video von einer Frau? Nein. So Fliege gesagt. Hast es unterbewusst aufgesogen. Dann für dich selbst. Weißt du was, wenn du bei mir unter den Tisch krabbelst, kannst du mir immer unterbewusst was aussaugen. Da hast du mal ein warmes Mundstück. Ich vermisse deinen Atem, der mich zart berührt. Baby, du bist die, von der ich immer geträumt hab. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Suche dich und vermisse dich. Ich respektiere nur dich. Über Discord zusammen singen funktioniert gar nicht. Nie, irgendwie hat meine Frau mich gefragt, wer guckt sowas, wer macht sowas? Und ich sagte, du, es gibt für alles einen Fetisch. Es gibt Männer, die mögen es, wenn Frauen behaarte Po-Löcher haben. Also es gibt für alles einen Fetisch, ohne Witz. Ja. 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 Who are you? Oh, you must be the new guy. Leon, sorry, but it looks like your party has been cancelled.
Codewort Poloch. Man muss es auch nicht gleich Fetisch nennen, das sind so eher so Enthusiasten. Butthole Enthusiast. Codewort Poloch. Codewort Poloch. Oh mein Gott, sind wir wieder albern. Codewort Outer Rim Job. Ich war im Outer Rim Territorium. Oh cool, wie war's? Und dann müsstest du bloß so diese Überblendung sehen. Alter, ohne Scheiß, ne? Diese Zombies sind einfach unkillable. Unfuckable. He is unfuckable. Das, was Gesichtsbob geschrieben hat, finde ich super lustig. Die reagieren auf Wasser, wie wir auf Säure. Also hätte Regen gereicht, um die zu fegen. Fegen. Ja, stimmt, aber die kommen halt aus einem anderen Sternsystem. Bla, Sylt, Blub, Erklärung, fertig. Abend. Muss zwar morgen um 6 Uhr anfangen, aber ich habe mir die ganze Woche gesagt, Chris, habe ich gesagt. Hör mal zu, Chris. Du gehst heute mal zeitig ins Bett, so Zähne. Zähne wär doch stabil, Chris. Da hast du genug Schlaf. Chris war nie vor 12 im Bett. Ja. Chris ist ein richtiger Halunke. Weil Chris ein richtiger Räuber ist. Aber don't ask for sunshine. Richtiger Ganoveser. Nee, das war der von Ongbak. Ongbak! Ongbak! Aber wirklich, in dem Film ist Vollkontakt angesagt, ohne Scheiße. Hallo, wie geht es Ihnen? Hallo, servus, guten Tag, schön, dass Sie da sind. Ja, einmal Nummer 14, die Süßsauer. Ja. 32 Süßsauer. Mit Fly, ohne Fly. Vegetarisch, ja, wir machen. Ja, macht euch schick fürs Dinner, ich will nur fressen. Liebes, ich finde das auch total geil, dass die Reime einfach so ultra chaotisch einfach irgendwo mitten im Satz gesetzt sind. Ey, der Rappi ist auch ein Freak, Alter. Ich verstehe dich auch sehr gut. Kann aber auch sein, weil ich links im Schrank stehe. Ich habe hier keinen Schrank, ich habe nur Kommoden. Netter Versuch. Kacken ist ja nicht gleich kacken. Es kommt ja darauf an, wie du kackst und was du kackst. Also Kacken kann sehr schön und befreiend sein, es kann aber auch wirklich eine sehr nervige Angelegenheit sein. Es kann sogar beunruhigend werden. Ja. Habe ich neulich festgestellt. Ja. Sorry, da habe ich nicht dran gedacht. Alles gut. Da rutscht die Sausage. Ja. Also you liked me when I was cake. Ich sag mal, es gibt ja so die Erlebnisse, wo du auf dem Klo sitzt und dann denkst du musst und dann musst du auch und dann kommt's. Und es ist einfach, es geht schnell, weil du musst nicht viel abwischen. Es ist einfach, es läuft super. Und dann gibt es die Male, wo du denkst, okay, wir machen jetzt hier eine schnelle Nummer. Ich muss in 5 Minuten los zur Arbeit und du weißt, das wird mindestens eine 15-Minuten-Nummer. Aber da gibt es dann auch kein Zurück mehr. Und du wischt und wischt und wischt und es geht einfach nicht weg, der Scheiß. Ja. Und dann singst du dabei, wish you were here, me oh my, bla bla bla. Ich kenne den Text nicht. Ich auch nicht. Ich liebe alles, was in aus meinem Arsch geht. Nutzt jemand diesen Kackhocker? Nee. Können wir bitte gehen? Hör mir das zu. Denn hier reinhauen? Können wir bitte gehen? Wohin? Weg! Warum? Diese Pisse hier keinen Bock haben. Ja, na klar. Bitte erkläre dich. Ach nö, es geht halt die ganze Zeit nur ums Scheißen. Ich dachte mir so, das wäre jetzt mal angebracht. Ach so. Alles gut. Alter, Schnauze! Gehungert, der Dicke! Ja, hallo, das ist doch das Natürlichste der Welt. Da kann man doch mal, ne? Ich bin eine Edelnutte aus den 1924er Jahren. Ich werde ja nichts sagen. Aber das steht hier.
Also jetzt im Krimi-Dinner, ne? Klar. Ja, okay. Wow, danke. Ich hatte vorher was viel, viel Schlimmeres im Kopf. Ich will ja nicht sagen, aber wozu verkleiden? Nein, ich bin einfach manchmal ein kleiner Arsch. Wow, Shots fired. Nein, alles gut. Ja, Mann, mach mal. Ich will mal ein Foto sehen. Du bist keine Nette. Ich glaube, das sollte Nutte heißen. Du bist eine Burlesque-Tänzerin. Rotkohl, Blaukraut. Arschballerei. Das waren zwei Bier und ein Alpfreis, also. Die Mirko-Welle. Na, die Mirko-Welle steht direkt neben dem Kühlschrank. Man sollte aber nie den. Wie ist das? Ich kann nicht auf dem was anrufen? Auf dem Henry. Den Henry. Man sollte aber nie den Henry in die Mirko-Welle tun. Nee, wirklich nicht. Aber Chris. Was aber Chris Raijin? Was aber Chris Raijin? Was aber Chris? So bisschen. Echt? Ja, so ein bisschen was Schlüpfriges zwischendurch. Ja. Trotzdem viel Info übers Game. Was? Ficken. Ficken. Jetzt hast du das gesagt. Ficken, als wärst du wirklich direkt. Von Gelsenkirchen oder so. Ficken. Von Gelsenkirchen. Ja. Aus Gelsen. Von Schalke. Was auch immer. Ich finde das so lustig damals bei TV Total. Da gab es auf dem Nippelboard einen Button und da hat Jürgen Drews dann so ganz lustig gesagt: Ficken. 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 Ja, aber bei Scream 2 war es extrem hot, weil sie da auch noch so ein Kleid anhat. Und das lässt den Papa aus der Skin grusen, dieses Kleidchen. Aus der Skin. I'm gonna kill him. Guck dir diese Hände an, Alter. Einfach Klötze. Aber wurde noch nicht abgeloadet. Das ist dann immer so, wenn man dann 5 Sachen gleichzeitig arbeitet und dann alles kreuz und quer macht und dann hat man immer keine Dass Luba-Team sich beweisen kann, weil die haben dann Stuff, wo die sich relativ eng entlanghangeln müssen. Eng. Es ist schön, wie leicht du zu begeistern bist. Das freut mich jedes Mal aufs Neue. Alles klar, weiter. Ich find's lustig, dass sie so laufen, als hätten die sich in die Hose geschissen. Bin ich irgendwie schon, ist ein geiler Satz. This thing was dead and buried. Hallöchen, Blackhawk! Kleiner als drei, 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 wird safe ein geiler Stream, aller kleiner als drei, 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 Liebe. Eiswolle kam. Vor allem dann Liebe. I swallow cum. Der ein bisschen weniger asozial ist. Das stimmt, der ist nicht so asozial wie wir beide. Ja. Also ich glaube wirklich, ich bin der Spitzenreiter, ich bin der Schlimmste. Das ist mir immer wieder so aufgefallen, wenn irgendwas von mir geklippt wird und ich das dann geschickt bekomme. Ja. Da fällt mir auf, ich bin ein ziemlich asoziales Schwein. Aber das ist ja nicht quasi alles. Du bist ja nicht nur asozial. Das sind ja quasi immer nur so kurze Ausschnitte aus einem ganz großen Gesamtding. Ich glaube, wir sind alle auf unsere eigene Art so ein bisschen assi. Verstehst du? Scheiß Wichse, ey. Scheiß Wichse, Alter. Ich will schon was heißen. Here's another. So eine Packung Granaten rübergeworfen. Ah, Fotze. Thanks, sweetie. Geil. Hey Leute, erzählt mir mal, was guter Lachs ist. Ich habe einen richtig guten Lachs. Ich habe auch einen guten Lachs. Der kann machen, dass die Luft stinkt. Barkas ist ein Name, den habe ich hier von Anfang an gelesen. Ja. Nur komisch, dass dieser Barkas nicht auf der Halloween-Party war. Was war eigentlich der Grund dafür? Das glaube ich nicht, Tim. Das glaube ich schon, Mann. Ach so, das war der Hodrich. Hodrich, warum hast du dich eigentlich umbenannt? Der hieß doch vorher Hodrich der Faltige, ne? Ja, eben. Und das habe ich dolle abgefeiert. Ja. Ich habe mal einen Typen auf dem Festival kennengelernt, dessen Spitzname war der Vollgeschissene.
Oh. Jeder seiner Freunde hat ihn einfach nur den Vollgeschissenen genannt. Die haben vom neuen A Day to Remember Album gesprochen und die haben gesagt, oh, ich hab's gefeiert, der Tobi hat's gefeiert, der Vollgeschissene hat's auch gefeiert. Wir haben's alle gefeiert. Da hab ich nur gefragt, warum heißt du bitte der Vollgeschissene? Ah, da gab's mal so ein ganz blödes Gerücht, dass meine Ex-Freundin mich vollgekackt hätte, aber das hat einfach nicht gestimmt. Boah! Zwei Licker und ich... Oh, that sucks. Was? Ed Sheeran Simulator? Ich hab gedacht, mein Witz wird voll der Kracher, aber der war voll scheiße. Dann erzählen mir, vielleicht bringst du mich zu. Oh nee, boah, der geht voll lange. Ich hab dir wirklich bis jetzt gerade erzählt. Was? Gut, ich guck mir dann halt wie so ein einsames Schwein den scheiß Stream mit der an. Okay, hier fangen sie richtig mit. Achso, mit richtig harten Cockblockern an, ey. Ja. Denkt nicht, dass ihr irgendwas kriegt mit Story. Ein Maschinengewehr. Fürchten alle Tiere sehr mein Maschinengewehr. Das sieht echt witzig aus. Hi, I'm Sean Benson. Würde ich auch machen, wenn ich Babymann wäre. Soll ich die Captain mal abmachen? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich wollte schon immer mal Ganius Cock sehen. Was schätzt du, was der für einen Rochen hat? Abartig groß, oder? Ne, ich glaub so einen mittelgroßen. Aber ich glaube, der weiß ihn einzusetzen. Okay. Hast du jetzt gesagt, mit veganer Sucuk drauf? Mhm. Es gibt vegane Sucuk? Ja. Laber nicht. Schweine labern auch nicht. Es gibt veganen Eiersalat. Erzähl mir mal, wie das geht. Krass. Frank sagt, was haltet ihr von Dead Space? Was wir von Dead Space halten, erfährst du genau hier, lieber Crank. Warte. Und zwar in Folge. Chris, hilf mir auf die Sprünge. Du kennst sie alle auswendig. Warte. Ganz kurz, ich brauche einen Moment. Ich will kurz raten. 39 war Rose DLC. 40 war Mila Jovovich Filme. 41 war Silent Hill Origins. 42 war Schatz, stell mal den Baum auf. 43 war Degeneration. Und 44 müsste Dead Space sein. Stimmt das? Wie? Warte. Kann man... 44 müsste Alter, Dead Space sein. Ohne Scheiß, bist du einfach komplett krank oder was? Was ist denn los mit dir? Keine Ahnung. Ich sehe hier nichts. Ich habe Discord durchgespielt, ich sehe gar nichts. Oder ob Ganyev gar nicht so unbedingt mit seinem Cock nailt, sondern er mit wirklichen Tentakeln? Man weiß es ja nicht. Nobody knows. Also ich würde sogar behaupten, Ganyev kommt nicht mal von diesem Planeten. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich musste die letzte Folge sogar, also was heißt, was das Schlimme ist, ne? Aber ich musste die halt zweimal hintereinander hören beim Schneiden. To this part of the world. Das machst du immer. Wenn ich das mache, bringst du das immer dieses To this part of the world. Ohne Scheiß, wie hieß der nochmal? War das Marcel Reich-Ranicki, der gesagt hat, ich nehme diesen Preis nicht an. Okay, den Part muss ich auswendig lernen. Machst du eh nicht. Doch. Alter, drucken dir jetzt aus. Ich hab keinen Drucker hier. Mhm. Siehst du, da geht's nämlich schon los. Ja, aber ich kann es mir ja auch screenshotten. Ich kann dir ins Gesicht spritzen. Ich kann dir ins Gesicht shotten. Okay, da muss ich den Text lernen. Aber, weil du gerade gesagt hast, Chris, machst du eh nicht. Ich habe auch gesagt, ich zock Dino Crisis durch. Habe ich auch gemacht. Ich habe früher mal als Jugendlicher gesagt, ich lerne den Poké-Rap auswendig. Habe ich auch gemacht. Ich habe mir vorgenommen, ich lerne den Rap-Part von Wannabe von den Spice Girls auswendig. Habe ich auch gemacht. Also ich breche nicht immer alles ab, von dem ich sage, dass ich es mache, ja? Nee. Ich könnte ewig so weitermachen, Baby. Ja, stimmt. Aber mach ich nicht. Die Quote spricht nicht für mich. Aber trotzdem, es ist einfach unangenehm. Vor allen Dingen, das kommt dann immer so vom einen auf den anderen Tag, ne? Ja. Wie kann man jemand so krass vermissen? Achso, ja.
Ich liebe ihre Titten. Warum ist denn mein Chat hier auf der rechten Seite? Das ist ja total bescheuert. Schwimmt Kübelberg noch? Oh, ich glaube eher nicht. Auch eine ganz, ganz, ganz merkwürdige Story, oder? Mhm. Für mich klang es nach Untertauchen. Boah, Alter, Chris. Weil an der Stelle haben die das so gemacht, wenn du Frames in einem Film hast und da ist gerade Stille, ist trotzdem irgendein Grundton zu hören. Es ist irgendwas an, ob es eine Mikrospur ist, die gemutet ist oder irgendwas, da ist so ein Grundton da. Und an der Stelle, das gab es so gut wie noch nie im Film zuvor, ist nichts. Da ist gar nichts. Nichts. Verstehst du? Nichts. Da ist keine Mikrospur. Meinst du so richtig gähnende Leere? So gar nichts. So wie in deinem Kopf, so richtig nichts. Wie in meiner Buchse, da ist nichts. Nichts. Fucking nothing, Alter. Nee, also ohne Witz, das habe ich wegen dieser Stelle, da hätte ich etliches drüber gelesen, auch etliche YouTuber haben da was über diese Szene gemacht. Ja. Und da ist wirklich, da macht das Mikro nicht einen Ausschlag an der Stelle. Da haben die, das gibt's halt in der Kinogeschichte so noch nicht. Okay. Beim Holdo-Manöver, wo die da reinsteuert, da ist wirklich alles komplett gemutet, ja. Und ich verstehe diese Warnung. Manche Leute könnten an der Stelle denken, die sind taub geworden. Ja. Und, ey, ohne Scheiß, im Kino, im IMAX in Berlin, war Totenstille an der Stelle. Weißt du eigentlich, was bei mir zu Hause los war? In meinem Haus! In meinem Schlafzimmer, wo meine Frau schläft! Wohin meine Kinder kommen, wo sie mit ihrem Spielzeug spielen. In meinem Haus. Wo meine Frau schläft! Der Pate, oh, geile Film. Hammer, echt.